So, Leute, wir haben Mittwoch, 24. Juli 2013. Ich setze mal schnell die Kamera ab und dann können wir eine Runde miteinander quatschen. Und zwar heute wieder ein Kurztipp. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, weil das ist jetzt nichts Großartiges. Ich habe auf Facebook von einem Zuschauer die Frage bekommen, auch davor die Wochen, wie das denn mit rohen Eiern ist. Ob das besser ist oder ob da irgendwie mehr Eiweiß drin ist oder ob das besser vom Körper verwertet werden kann oder ob das Vorteile hat. Weil ich habe in so einigen Hollywood-Filmen gesehen, dass irgendwelche muskulösen Schauspieler, was weiß ich, morgens zum Frühstück sich so Eier aufschlagen, roh und dann irgendwie in so einen Mixer und dann sich das genehmigen. Also, egal ob jetzt Eier, Fleisch, Fisch oder sonstige Nahrungsmittel, wo halt, die man sozusagen für die Eiweißaufnahme so benutzt. Es gibt meiner Meinung nach oder von dem, was ich weiß, keinerlei Vorteile, wenn man Fleisch, Fisch oder sonst was irgendwie sich roh einverleibt, ne? Ganz im Gegenteil. Also im besten Fall, wenn du dir rohe Eier, wenn du rohe Eier isst, im besten Fall hast du dann Magenschmerzen, ne? Also wirklich, dass du Bauchschmerzen kriegst. Im schlimmsten Fall, sagen wir mal, kriegst du eine Salmonellenvergiftung und weiß ich nicht so. Das Schlimmste, was passieren kann, es passiert zwar nicht so oft, aber davon kann man auch mal sterben oder so, ne? Oder zumindest im Krankenhaus landen und dann wirklich K.O. sein, sozusagen für mehrere Tage oder Wochen eventuell, weiß ich nicht. Aber auf gar keinen Fall Eier roh essen, zumal es jetzt keine großen Vorteile bringt. Wir sind jetzt keine Löwen oder so, dass wir uns auch irgendwie Steaks oder sonst was irgendwie roh oder halbroh einverleiben. Also ich würde sagen, Fleischgerichte oder Fleischsachen immer schön durch. Jetzt nicht so Kohle schwarz durch, also nicht irgendwie, wenn ihr was grillt, dass das richtig dunkelschwarz wird. Das ist auch wieder nicht gut, weil das ist auch wiederum giftig. Also nichts irgendwie verkohlen lassen oder so, aber auch nicht roh essen, ne? Mit Eiern habe ich euch ja ein Beispiel gegeben. Ich glaube, Tiramisu wird auch mit rohen Eiern gemacht und so. Das ist auch so eine heikle Geschichte. Wobei das wird ja gekühlt und dann sind die Bakterien so minimal außer Gefecht gesetzt. Aber wie gesagt, ne? Also Eier weglassen. Wenn dann nur braten, Eier braten, sich Spiegelei machen oder so, das geht. Wenn Eigelb minimal flüssig ist, ist auch nicht schlimm. Also ihr müsst die Eier jetzt nicht so trocken machen oder so. Also ein bisschen, wenn Eigelb so minimal flüssig ist oder so, ist nicht schlimm. Aber schon durch und erhitzen, damit die Bakterien absterben. Vor allen Dingen jetzt im Sommer ist es umso schlimmer, wenn ihr Fisch oder Ei oder so. Oder Fleisch auch, ne? Also nicht richtig durch bratet oder ne? Und dann das essen würdet, dann hättet ihr auf jeden Fall entweder Magenschmerzen oder irgendeine Art bakterielle Vergiftung oder was auch immer, ne? Im Sommer vermehren sich die Bakterien ja rasend schnell, ne? Und wenn Fleisch so blutig ist und so und dann irgendwie nicht richtig durch, ist heikle Geschichte. Und genauso mit Eiern, die nicht richtig durch sind, da können sich die Bakterien in kürzester Zeit super schnell vermehren. Auch sonst im Winter, wie gesagt, also im Sommer ist es besonders schlimm, aber auch im Winter würde ich jetzt Eier nicht roh empfehlen. Auch Fisch erst recht nicht und so weiter und so fort. Sachen wie Gemüse oder so könnt ihr auch, sagen wir mal, ist sogar zu empfehlen, eher so, sagen wir mal, teilweise roh zu essen, also ohne das groß verkocht zu haben. Was auch dazu kommt, warum man Eier auf jeden Fall eher gebraten oder als Spiegelei, wie auch immer, oder Fleisch oder so, ihr müsst auch wissen, diese Nahrungsmittel, die werden durch dieses Kochen, Braten, Grillen erst so verändert, dass der Körper sie besser und schneller aufnehmen kann. Das heißt, die Eiweiße werden insoweit verändert, dass der Körper sie besser verwerten kann oder aufnehmen kann. Also es ist ein Vorteil, wenn man die Sachen eher grillt, brät und so weiter, als anstatt sich das irgendwie roh. Ich meine, Fleisch, ich sag mal 99,9% der Leute würden sowieso Fleisch jetzt als Beispiel auch nicht roh essen. Ne? Das erwähne ich einfach nur dazu. Aber ne, was weiß ich, Fisch oder Ei jetzt sich roh reinballern, ist absolut nicht sinnvoll. Ne? Ich wollte Video kurz halten.
Okay, ich denke mal, Richtung Wochenende kommt wieder ein Blockbuster, Jungs. Alles klar, bis dann, wir sehen uns. Ciao.